Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Triembacher, Börsentrainer aus Karlsruhe. Auch wieder mit einer Reaktion eigentlich auf immer wiederkehrende Anfragen zum Thema Grundübungen, Kniebeuge, Kreuzheben und so weiter. Ganz klar, das sind natürlich technisch sehr aufwendige Übungen, die sollte man sich zeigen lassen. Die sollte man gesund erlernen, von jemandem zeigen lassen, der eine Ahnung hat, der weiß, wie es funktioniert. Denn in dem Freihandelbereich und auch mit Kniebeuge, Kreuzheben und so weiter, da kann man schon relativ viel falsch machen. Deswegen ist es natürlich ganz gut, wenn gerade Anfänger sich vielleicht mal die ersten paar Wochen, je nachdem wie geschickt sie sind, sich mal erstmal mit Maschinen beschäftigen, maschinengestützten Übungen. Vor allem ganz junge 15, 16, 17-jährige Athleten eher mal mit hohen Wiederholungszahlen arbeiten, hier nicht gleich mit zu großen Gewichtsbelastungen arbeiten, hier gleich abgefälscht arbeiten, mit Schwung arbeiten, solche Sachen. Das macht für Anfänger und für Einsteiger überhaupt keinen Sinn. Einfach mal Grundeinweisungen, auch eigenverantwortlich. Hier mal im Fitnessstudio sagen, hör zu, ich habe hier gebucht bei euch, ich bin hier Mitglied und ich würde gern auch mal gezeigt bekommen, wie man trainiert, wie man die Maschinen bedient. Nicht nur einmal Probetraining, vielleicht sogar vier, fünfmal Probetraining, wieder nachfragen. Eigenverantwortlich handeln, denn in der Regel stelle ich fest, dass die Studios auch zum großen Anteil oder nicht jedes Studio, aber viele Studios auch mal anbieten, auch wenn man mal dann für einen Trainer 20 Euro bezahlen muss, für einen Studiotrainer, dann sollte man sich doch eben auch mal einweisen lassen oder natürlich bei YouTube nachgucken. Da gibt es einen, ich bin nicht sicher, wie er heißt, aber ich glaube, ihr wisst, wen ich meine. Da schaut da mal rein, der hat viele Clips, viele wertvolle Clips, wo man einfach auch gewisse Dinge erlernen kann. Und dann könnt ihr euch langsam aber sicher mal eben an diese sogenannten Mehrgelenksfreihandelübungen ranwagen. Und da ist eine ganz, ganz wichtige Übung, ist die Kniebeuge. Man beuge die Knie, genauso wie das Kreuzheben. Kniebeuge, leider, 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 in vielen Studios eins der meistverachtesten Übungen, eins der wenigst genutzten Gerätschaften. Warum? In der Regel, weil es natürlich sehr anstrengend ist, weil natürlich gerade die Schweißrate und der Kreislauf, der ist natürlich hier bei der Kniebeuge, da viel Muskelmasse gleichzeitig im Einsatz ist, ein langer Bewegungsablauf da ist, allein schon bedingt durchs Oberkörpergewicht und zusätzlich noch eine Last dazu natürlich große Gewichte bewegt werden. Das ist eigentlich sehr anstrengend, schweißtreibend und aus diesen Gründen wird es von den meisten gemieden. Zusätzlich man hat natürlich die Kniebeuge, genauso das Kreuzheben, keinen guten Ruf. Das liegt aber grundsätzlich nicht an der Kniebeuge und auch nicht am Kreuzheben, sondern an den Menschen, die einfach was tun, wo sie nicht wissen, was sie tun und sich nachher dann wehtun und sich verletzen. Und somit hat es nichts mit der Übung zu tun, sondern eben mit den Menschen, die keine Verantwortung übernehmen, einfach was tun, was sie nicht tun sollten. Jeder Mensch hat im Berufsleben einen Plan, eine Struktur, wie er in seinem Geschäft vorgehen sollte, damit er einen Erfolg hat. Und das gleiche Spiel ist natürlich auch hier im Bereich des Krafttrainings, nur seltsamerweise wird da wild drauf losgelegt und natürlich zum Teil Dinge gemacht, die so relativ wenig Sinn hat. Deswegen meine Empfehlung: Kniebeuge, Kreuzheben, tolle Übungen, genauso wie Frontdrücken und Langhantel im Stehen. Richtig gute Übungen, aber ihr müsst einfach in den Weg gehen und euch mal einen Trainer buchen, einen guten Trainer buchen, euch mit Kleingewichten rantasten, erstmal natürlich im Vorfeld auch ein gewisses Körpergefühl aufbauen an den Maschinen nach einer gewissen Zeit X, wo ich euch so nicht sagen kann, weil jeder Mensch natürlich eine unterschiedliche Bewegungsbegabung hat, euch langsam in den Freihandeltrainingsbereich trauen und dann natürlich stetig an eurer Technik arbeiten und dann sollte in eurem Trainingsprogramm nie die Kniebeuge fehlen. Ihr solltet irgendwann anfangen, auch Kreuz zu heben, auch das Langhanteldrücken im Stehen. Und dann habt ihr natürlich eine echt richtig gute Basis für einen guten, gesunden und funktionstüchtigen Körper. Wer nur den Weg geht des geringsten Widerstands und nur an Maschinen arbeitet, der wird irgendwann feststellen, dass er nach einem jahrelangen Maschinentraining vielleicht sich mal an die Freihandel traut und stellt fest, no way, ich kann es nicht, ich krieg's nicht hin, minimale Gewichte. Was ist passiert? Ganz klar, Dysbalancen aufgebaut, keine Stabilisatoren und somit war das Training gerade mal die halbe Miete. Deswegen mein Vorschlag, arbeite daran an Freihandelübungen, versucht so viele mögliche Freihandelübungen zu machen.
geht an die Kniebeuge an, schont euch nicht, arbeitet an der Technik für die Kniebeuge, ohne Umkehrschwung arbeiten, sauber Bewegungsablauf, die Füße schön kontrolliert auf dem Boden, dass er gleichmäßig Druck aufbaut, schön gleichmäßig ein- und ausatmen, das Ganze kontrolliert ausführen, kontrolliert in die Streckung gehen und dann werdet ihr auch einen riesen Spaß haben an der Kniebeuge. Ist nur die Frage der Zeit, in den ersten 2-3 Wochen ist es natürlich schon sehr anstrengend, kann auch wehtun, Muskelkater, weil wir hier natürlich einen langen Bewegungsablauf haben, eine sehr große Vordehnung der Muskelfaser. Aufpassen in der ganz tiefen Position. Viele Menschen können in der tiefen Position unterhalb der waagerechten Oberschenkels die Hüfte nicht kontrollieren, haben dann das Problem, dass die Hüfte ein wenig einrollt, haben dann ein Problem, dass das ISG bis in das Schrägschieben. Es könnte alles problematisch werden. Deswegen achtet auf die Technik, lasst euch einweisen vom guten Trainer und ihr werdet sehen, ihr werdet einen Riesenspaß haben an der Kniebeuge und vor allem, wer einen großen, starken Oberkörper haben möchte, der braucht eine gute Statik und braucht gute Beine. An einem dicken Stamm wachsen auch große Äste. Das war's, Andreas Triembacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Deine Fitness, deine Grundübung, deine Mehrgelenksübungen, meine Aufgabe.